Hallo liebe Followers von 12termann.at, hier ist wieder Michi Gspuning mit Mikes Gespür für Fußball. Portugal-Österreich. Verdammt, wir leben noch. Falco, Gott habe dich selig, aber für mich ist deine Textpassage so treffend auf die momentane Situation des ÖFB-Teams. Der Punkt gestern, extrem wichtig, Gott sei Dank. Es war nicht nur eine schwere Partie für unsere Abwehrreihen und uns vor dem Fernseher, sondern auch für Cristiano Ronaldo. Der hat sich öfters die Zähne ausgebissen an Robert Almer. Robert, auch von mir herzliche Gratulation. Du hast einen maßgeblichen Anteil an diesem Punkt. Dieses Unentschieden, das uns jetzt wieder die Türen öffnet, vor allem das Spiel am Mittwoch gegen Island zu einem Endspiel macht. Ich muss sagen, ich gehe auch mit dem Christian Fuchs, der gesagt hat, das Glück des Tüchtigen hatten sie gestern. Ja, Mannschaftsleistung war kämpferisch absolut okay. Die Portugiesen waren spielerisch besser, die Portugiesen hatten mehr Chancen. Auf der anderen Seite, dieser Punkt war durchaus in Ordnung. Also wenn die Portugiesen die Chancen nicht reinhauen, können wir wenig dafür. Und ich denke auch, dieses Spiel gestern war nicht nur der erste Schritt nach dem schlechten Ergebnis gegen Ungarn, um wieder aufzustehen, um wieder Chancen zu haben im Aufstiegsrennen um die Achtelfinalplätze. Es war auch der schwierigere Schritt. Ich denke persönlich jetzt, dass wir gegen Island am Mittwoch gewinnen werden. Die Mannschaft weiß, um was es geht. Es geht um alles oder nichts. Ich denke, dass wir spielerisch uns ganz anders präsentieren werden, dass wir überlegen sein werden, dass wir auch die Dinge reinhauen werden und dann mit 3 Punkten, insgesamt dann 4, in die nächste Runde aufsteigen werden. Also ich gehe davon aus, dass wir das Achtelfinale erreichen. Ich freue mich schon auf Mittwoch. Ich habe ein positives Gefühl. Und unter diesem Aspekt, toi 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 für dieses Spiel und wir werden es gewinnen. Die Schlüsselszene des Spiels war gestern natürlich die 79. Minute, in der Cristiano Ronaldo einen Elfmeter verschoss. Und ich möchte jetzt meine persönliche Sicht der Dinge präsentieren, wie sich eben ein Torhüter bei Elfmetersituationen verhält, wie sich ein Torhüter auf Elfmeter vorbereitet. Das ist nämlich eine ganz eigene Geschichte. Grundsätzlich die Elfmetersituation für einen Torhüter ist eine angenehme. Glaubt man jetzt zwar gar nicht, aber im Vergleich zum Spiel ist der Druck nicht auf den Torhüter gerichtet, sondern der Druck ist immer beim Schützen. Und während du im Spiel eigentlich immer reagierst und hoffst, dass du möglichst gut hältst natürlich und keine Fehler machst, hast du in der Elfmetersituation eigentlich keinen Druck. Die Zuschauer, die Fans, die Trainer, auch die Mitspieler, jeder erwartet grundsätzlich, dass das Ding reingeht. Als Torhüter kannst du in dieser Situation nur gewinnen. Das ist eigentlich gegen der Situation, die du im Spiel hast als Torhüter. Im Spiel kann so viel passieren, ein kleiner Fehler kann extrem bestraft werden und du kannst dir in einer Minute ein tolles Spiel zusammenhauen, wenn du dann 0-1 verlierst und du bist der Sündenbock. Aber beim Elfmeter hast du eigentlich keinen Druck. Der Druck ist auf Seiten des Schützen. Der Schütze muss treffen und du kannst locker drinnen stehen. Damit du aber so locker drinnen stehen kannst, musst du natürlich Vorarbeit leisten. Und die passiert meistens in Form einer Analyse mit dem Torwarttrainer im Vorabend des Matches oder noch am Vormittag, bevor das Match anfängt. Du gehst in dieser Analyse alle möglichen Schützen des Gegners durch. Du schaust dir Videos an, du guckst dir Statistiken an, wer schießt wohin und wie. Zum Beispiel Schütze A rechts unten flach, Schütze B hoch links, Schütze C läuft langsam an, schaut auf den Torhüter und wartet lange, und wenn der Torhüter sich bewegt, versucht dann in die andere Ecke zu schießen. Also solche Dinge. Du gehst dann schlussendlich meistens mit der Wahrscheinlichkeit. Sprich, wenn du weißt, der Schütze schießt lieber links unten, schießt aber auch ins andere Eck, wirst du trotzdem eher dazu tendieren, dass du eben nach links unten gehst. Aber es führt dann auch zu komischen Situationen, extrem, wenn du einen Schützen sehr, sehr gut kennst, weil er vielleicht in deinem Team gespielt hat. In dieser Situation weißt du, wohin der Schütze schießt. Der Schütze weiß aber, wohin du gehen wirst, weil du eben weißt, wohin der Schütze schießt. Und dann ist natürlich die Frage, was macht jetzt der Schütze? Schießt er ins andere Eck? Schießt er nicht ins andere Eck? Oder denkt er sich, ja, er weiß, dass ich dorthin schieße, denkt sich aber jetzt, weil er das weiß, gehe ich in die andere Ecke und gehe wieder dort in dieses Eck. Ihr seht, ziemlich verwirrend. Das Beste ist immer, dem Gefühl zu vertrauen, und das passiert dann auch meistens. Ich habe nie so richtig klare Ansagen bekommen vom Torwarttrainer, geh nur in dieses Eck, sondern meistens ist es dann, dass man dem Torhüter schon den Freiraum lässt und sagt, okay, dieser Schütze schießt größtenteils ins rechte Eck, aber wenn du dich sicher fühlst, dass er doch jetzt nach links schießt,
steht dir komplett frei die Wahl. Im Endeffekt, es ist sehr ein mentales Spiel und dieses mentale Spiel ist natürlich immer gut, wenn man als Torhüter das gewinnt und dann freut man sich umso mehr und ist dann der Held des Spiels.